Guten Morgen, liebe Freunde. Ja. Heute haben wir mal ein schönes Wetter. Blauer Himmel, Sonnenschein. Aber ihr seht es vielleicht im Video oder auch nicht. Schön frisch schon. Ja, da brauchen wir erstmal einen heißen Kaffee. Ne? Heute die passende Tasse aus dem Schrank dazu rausgesucht, ne, Freunde und Kameraden und Kameradinnen. Oh, das ist gut. Morgens der erste Kaffee, wieder dampft. So, jetzt aber. Wir legen los mit einer kleinen Filmgeschichte und gleich einem Giveaway. Wir hauen die DVDs hier immer wieder zurück in den Gierkreislauf, kann man schon sagen, für die Nostalgiker. Ne? DVDs, wer guckt noch DVDs an? Ne? Heute wird ja nur noch gestreamt. Habe ich gestern angeschaut. Mit Hardy Krüger. Einer kam durch. Was für ein cooler Film. Und man muss da ja echt so ein paar Sachen bedenken. Der ist ja 1957 gedreht worden in den Pinewood Studios in England. Müsst euch das mal geben. Der spielt ja dann auch zuerst in England. Deutscher Luftwaffenoffizier wird mit seiner Messerschmitt abgeschossen und muss notlanden, macht einen Bruch und kommt in Kriegsgefangenschaft. Zu viel will ich noch nicht spoilern, aber am Ende des Films entkommt er. In die damals noch. Ist das schon zu viel gespoilert? Ach, ist ja auch egal. Kennt wahrscheinlich sowieso schon fast jeder. Er wird ja danach irgendwann, macht zig Fluchtversuche und es geht immer schief und dann schnappen sie ihn wieder und dann irgendwann haben sie die Schnauze voll und schicken ihn in den Kriegsgefangenenlager nach Kanada. Die Engländer da keinen Bock mehr drauf haben, haben gedacht, komm, sollen sich die Kanadier mit rumärgern. Da entkommt er natürlich in die damals zu dem Zeitpunkt noch neutrale USA, spielt also vor Dezember 41, also vor Pearl Harbor. Und kommt dann über Südamerika zurück nach Deutschland. Ich muss nur den Abspann nochmal schauen, da ist glaube ich irgendwas noch drin im Abspann. Das habe ich aber nur kurz gesehen und es war in Englisch irgendwie, geht er dann auf irgendeinem anderen Flug vermisst oder sowas. Wie auch immer, ich fand es eigentlich sehr interessant, also toll gemachter Film, schwarz-weiß, auch richtig cool, wird aber richtig angenehm, einen Schwarz-Weiß-Film anzuschauen und nicht so eine super scharfe Science-Fiction-Special-Effekt überhäufte Produktion wie Transformers, ne? Das kann man ja nicht mehr angucken, da tun einem ja die Augen weh, aber was ich wirklich interessant fand, ja, das ist 1957 gedreht worden von den Engländern. Wie positiv da nur nach 12 Jahren nach Kriegsende die Deutschen wegkommen. Sie werden wirklich nicht als Monster dargestellt, sondern als Gentleman. Auch die Engländer verhalten sich entsprechend. Vielleicht war das so ein filmisches Versöhnungsprojekt, ne, wo man die Deutschen wieder mal nicht so als die Bösewichte unbedingt darstellen wollte. Das war, hat mich eher erstaunt, ne? Für eine Großbritannien-Produktion in den Pinewood Studios 1957. Ne? Dafür kommen die Deutschen in dem Film sehr gut weg. Das hat mich wirklich erstaunt. Und ja, er war schön anzuschauen. Er war cool gespielt. Am Anfang, finde ich, nimmt das noch so ein bisschen lustig, die Kriegsgefangenschaft. Aber er soll ja hier halt so ein bisschen dieser deutsche Draufgänger-Piloten-Typ darstellen. Hardy Krüger, ja, toll gespielt. Ja, schöner Film, kann man anschauen. Und darum will ich da gern auch andere davon teilhaben. Und darum machen wir hier ein Giveaway. Wer Bock hier drauf hat, der soll hier einen Kommentar drunter schreiben, dass er interessiert wäre an dieser DVD. Und dann hauen wir die in ein paar Tagen zurück in den Gierkreislauf. Und dann schicke ich die jemand und dann kann der sie anschauen und wenn er cool drauf ist, ja gut, wenn er DVD-Filme sammelt, dann kann er sie in seine Sammlung einverleiben und sonst kann er sagen, ja pass mal auf, ich habe einen Kumpel, der würde den auch gern anschauen, dann schicke ich ihm halt den weiter. Ne? Dann können wir die so ein bisschen rumgehen lassen und wir sehen uns dann zur nächsten Filmbesprechung wieder. Ich habe schon den nächsten angegessen, gestern hatte ich echt mal Zeit. Ich habe ja Urlaub, da habe ich dann echt mal Filmabend gemacht. Ich habe gleich noch einen zweiten Film hinterhergeschaut. Auch richtig cool. Zwei richtig coole Schauspieler, aber dazu dann in 1-2 Wochen mehr in unserem nächsten DVD-Giveaway. Okay, Freunde, das war's. Ich genieße jetzt noch meinen
Tee, wollte ich schon sagen. Nee, Tee-Time auf dem TFG-Kanal gibt es heute Abend. Nein, meinen Kaffee. Und ich muss jetzt mich noch ein bisschen darüber, dann kriege ich sogar noch richtig Sonne ab. So, und euch wünsche ich eine wunderschöne Woche. Wenn ihr das seht, ist es wahrscheinlich schon Dienstagabend. Ich nehme es hier am Montagmorgen auf. Also habt eine schöne Woche. Genießt das schöne Herbstwetter noch. Und ja, dann sehen wir uns bald zu einem weiteren Video, liebe Kameraden und Kameradinnen.